is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Der Grundgedanke der Heiligen Schrift. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über den Staub sich erheben. Eine der ernstesten und zugleich herrlichsten aller in der Bibel offenbarten Wahrheiten ist die von der Wiederkunft zur Vollendung des großen Erlösungsplans. Dem Pilgervolk Gottes, das so lange in Finsternis und Schatten des Todes wandern musste, wird durch die Verheißung der Erscheinung Christi, der die Auferstehung und das Leben ist und die Verbannten wieder heimbringen wird, eine kostbare, beglückende Hoffnung angeboten. Die Lehre von der Wiederkunft Christi ist der eigentliche Grundgedanke der Heiligen Schrift. Von dem Tage an, da das erste Menschenpaar traurigen Schrittes eben verließ, haben die Glaubensgeschwister auf die Ankunft des Verheißenen gehofft, der die Macht des Zerstörers brechen und sie wiederum in das verlorene Paradies zurückbringen würde. Schon Henoch, der sehnte nach denen, die im Paradies wohnten, und der 3 Jahrhunderte lang auf Erden mit seinem Gott gewandelt war, durfte von fern die Ankunft des Erlösers schauen. Siehe, sagt er, der Herr kommt mit 10.000 Heiligen, Gericht zu halten über alle. Der Patriarch Hiob rief in der Nacht seiner Leiden mit unerschütterlichem Vertrauen aus: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staube sich mir erheben. Und ich werde in meinem Fleisch Gott sehen. Denselben werde ich sehen. Und meine Augen werden ihn schauen. Und kein Fremder. Möge der Gott aller Gnade dein Verständnis so erleuchten, dass du ewige Dinge als solche erkennen kannst und dass dir durch das Licht der Wahrheit deine vielen Irrtümer aufgedeckt werden, so wie sie sind, und dass du die nötigen Anstrengungen machst, um sie abzulegen. Und möge anstelle dieser bösen, bitteren Frucht die Frucht hervorgebracht werden, die für das ewige Leben wert hat. Demütige dein armes, stolzes, selbstgerechtes Herz vor Gott. Werde klein, ganz klein. Brich in deiner Sündhaftigkeit zu seinen Füßen zusammen. Weih dich völlig dem Vorbereitungswerk. Ruhe nicht, bis du aufrichtig sagen kannst: Mein Erlöser lebt. Und weil er lebt, werde ich auch leben. Wenn du den Himmel verlierst, verlierst du alles. Wenn du den Himmel gewinnst, dann gewinnst du alles. Mach in dieser Sache keinen Fehler. Ich flehe dich an. Hier geht es um ewiges Interesse. The Lord is coming. Are you ready?